Die türkische Regierung behauptet, Salih Muslim sei ein Terrorist. Sie behauptet, er sei ein Verbrecher und hat dementsprechend einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Wir protestieren gegen die Festnahme Salih Muslims gestern Abend in Prag. Wir fordern die sofortige Freilassung Salih Muslims durch die tschechische Polizei. Der tschechische Staat und die tschechische Regierung müssen wissen, dass es ein großer, großer Fehler ist, heute mit dem faschistischen Regime der AKP und Erdogan zusammenzuarbeiten. Wenn Tschechien an der Festnahme Salih Muslims festhält, wenn Tschechien Salih Muslim tatsächlich an die Türkei ausliefert, dann muss die tschechische Regierung und der tschechische Staat wissen, dass sie sich der Kriegsverbrechen schuldig machen, die die Türkei heute begeht. Dass sie sich dem Bruch des Völkerrechts schuldig machen, dass die Türkei heute begeht und dass sie sich all der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig machen, die das faschistische türkische Regime heute sowohl auf eigenem Staatsgebiet als auch im Irak oder in Syrien durchführt. Wir warnen die tschechische Regierung ausdrücklich davor, unseren Repräsentanten Salih Muslim an die Türkei auszuliefern. Und wir warnen den tschechischen Staat davor, ausdrücklich an der Festnahme Salih Muslims festzuhalten. Wir fordern noch einmal die sofortige Freilassung Salih Muslims, der gestern Abend in Prag durch die tschechische Polizei festgenommen wurde. Die Festnahme Salih Muslims bedeutet einen Angriff auf uns alle, auf alle Kurdinnen und Kurden und auf alle Demokratinnen und Demokraten im Mittleren Osten. Die Festnahme Salih Muslims bedeutet vor allem auch einen Angriff auf die diplomatischen Bemühungen der Kurdinnen und Kurden und Demokratinnen und Demokraten. Salih Muslim setzt sich seit Jahren für Gespräche ein, für Verhandlungen. Er war auch in Verhandlungen direkt mit dem türkischen Staat beteiligt. Die Festnahme Salih Muslims ist ein Angriff auf den Versuch, im Mittleren Osten Frieden zu schaffen.